Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Skyforge. Wir sind hier auf dem Mond Thea. Und ich möchte einfach heute mal ein bisschen weiter mit den Quests hier machen. Also die Quests hier weitermachen, die wir hier so haben. Es sind ja so ein paar. Und ich denke mal, das sind alles Einstiegsquests, die man einmal abschließen muss, um dann quasi eine Belohnung zu bekommen. Wir werden sehen, was draus wird. Und ja, was machen wir zuerst? Ich bin schon so ein kleines bisschen hier auf Thea herumgelaufen und habe schon mal diese ganzen Uplink-Terminals freigeschaltet und mal geguckt, was man so wo findet, wo die ganzen Lager sind der verschiedenen Monster und wie stark die sind. Und mir ist aufgefallen, dass immer wieder mal solche kleinen so Zufallsquests auftauchen. Deshalb bin ich hier gerade auf diesem riesigen Mechanoiden-Würfel. Denn hier unten konnte man, naja, einmal so ein Retiarius-Fragment finden. Das sind ja auch solche Mechanoiden. Und dann hieß es, ja, dekodiere die Daten und dann musste man noch woanders und irgendwas uploaden. Und insgesamt, naja, ganz witzig. Okay. Moment. Schaut mal. Okay, hier ist nichts angezeigt, aber auf der kleinen Karte sehe ich einen grünen Punkt. Und diese grünen Punkte meine ich nämlich. Die zeigen einem an, dass da irgendwo was versteckt ist. Die Frage ist, was ist es? Da. Okay. Seht ihr? Das ist das, was ich meinte. Retiarius-Fragment. Nur ich werde jetzt hier... Okay. Ein bisschen tricky. Da muss ich also von der anderen Seite rauf, mich wahrscheinlich runterfallen lassen. Und... Mal gucken, ob ich da rankomme. Der andere war irgendwie leichter zu erreichen, aber... Es ist, wie es ist, ne? Es ist, wie es ist. So, erstmal ein bisschen... Hopp. Na. Ah. Merde. Oha. Na gut, wir sehen uns gleich wieder. Wir sind wieder zurück. Ich hoffe, jetzt läuft alles wie geschmiert. Ich habe nochmal meinen Router und alles gestartet. Also ich habe alles getan, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten. Und ich hoffe, dass wir jetzt ungestört weiterspielen. Die Musik übrigens hier auf Thea. Oder für dieses Level, für diese Karte, finde ich außerordentlich gut. Also die klingt wirklich so episch. So, na? Okay. Jetzt ist die Frage. Da ist die Öffnung, also genau unter mir. Vielleicht sollte ich das so machen. Nee, hat nicht funktioniert. Verdammt. Naja, okay. Nicht so wichtig. Landungstruppen. Tja. Aber anders kann ich mir nicht vorstellen, dass man da irgendwie anders rankommen sollte. Also man muss von oben sich fallen lassen. Nur wenn man sich fallen lässt, man hat leider keine Möglichkeit zu steuern, wohin man denn so fällt. Naja.
Nicht weiter tragisch. Machen wir halt andere Quests. Dann machen wir... Ich würde sagen, wir fangen hier an, weil das so schön nah ist. Da haben wir ja einiges zu erledigen. Wir können uns das ja auch mal von oben angucken, was wir denn da so alles zu erledigen haben. Das ist eine riesige Basis mit verschiedenen Aufgaben drin für uns. Und im Grunde genommen könnten wir uns auch von hier aus fallen lassen. Und wären dann direkt in der Basis. Ist vielleicht gar keine schlechte Idee. So, alles in allem. Das Einzige, was ich mich jetzt noch frage, ist, soll ich nicht vielleicht den Revenant spielen? Ich mach das mal. Ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwann mal ein Flugding hatte, dass man ein bisschen im Flug auch steuern konnte. Vielleicht das hier? Das geht auch nicht so richtig. Vielleicht die Blume? Das hat irgendwie nicht so geklappt. Na, egal. Ich habe aber gerade gesehen, wir haben hier dieses oberböse Monster. Vielleicht sollten wir... Was heißt vielleicht? Wir sollten... Wir sollten uns dessen mal annehmen. Wir sollten das annehmen, vielleicht einmal von hier aus. Dann sind wir näher dran. Hallo? Was war das denn? So, zack. Ich habe nämlich schon mitbekommen auf der Karte, dass einige sich dann absprechen, wenn das Monster da ist und es zusammen töten gehen. Und da wäre ich dieses Mal dann doch ganz gern mit dabei. Ja. So, ob ich es schaffe bis dahin? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, da kommen böse Mechanoiden, mit denen wollen wir heute nichts zu tun haben. Ja, ich glaube, da läuft schon jemand.
Ja, hier feuern die Leute ohne Ende. Oh. Vielleicht sollte ich doch umswitchen. Hallo? Ja, ist ja gut. Ich möchte was machen. So gut. Unterbrochen durch erheblichen Schaden. Wie auch immer. Da hast du! Da hat er mich aber gekriegt. Ja, die meisten Leute machen hier mit Fernkampf. Ist wahrscheinlich auch sinnvoll. Ah, die Dinger explodieren. Okay. Kann ich jetzt vielleicht? Das ist nicht den Effekt. Ja, als Nahkämpfer hier ist natürlich echt jetzt ein bisschen blöd. Habt ihr gesehen, wie ich da geflogen bin? Also, das war schon interessant. So, gleich nochmal. Gleich nochmal. So, dann musste ich, wo musste ich lang? Hier, genau. An dem Freund vorbei. Und jetzt bleibe ich mal im Hintergrund. Ah, oh, nein! Das ist ein bisschen... Ein bisschen kacke ist das, ne? Dass man da so leicht stirbt. Vorhin hat es auch funktioniert, jetzt hoffentlich funktioniert das ein Tick besser. So. So, da ist er. Ja, ich mach Schaden. Hyrax Cluster. Okay. Auf ein neues. Scheinbar bin ich ein One-Hit für den. Ich bin gespannt, was passiert, wenn dann der Kampf durch ist. Der hatte ja immerhin noch, ich weiß nicht, fast 30 Balken. Keine Ahnung, wie viele Trillionen Hitpoints.
Aber hier sind schon echt eine Menge Leute am Krater. So, dann feuere ich mal auf ihn. 18 Balken hat er noch. Ist es sicher, wenn er nicht zu einem guckt? Ich glaube, ich schaue mir das einfach nur mal an. Das sieht irgendwie richtig geil aus. So. Oh. Lieber mal weg hier. Jetzt hat er hier aber übel gesprüht. Oh. Wieso mich? Na gut, ich war derjenige, der ihn abgelenkt hat. Hätte ich ihn nicht abgelenkt, hätten die anderen ihn nicht töten können. Oh, oh. Only in Skyforge. Ja, sowas gibt's nur in Skyforge. Schon sein. Kann schon sein. Also mir hat das gerade echt gefallen. Schön. So, was haben wir denn bekommen? Thea, Kairax wurde besiegt. Na gut, nur C, alles klar. Illyrium. Ich habe mein erstes Illyrium bekommen. Yay. Ich weiß nicht, wie viel Illyrium ich brauche. Aber mit Illyrium konnte man doch ein paar Sachen freischalten. Wenn ich mich nicht irre. Fähigkeiten. Hier. Moment mal. Provinzen. Bastionen. Nein, das war's nicht. Nein, nein, nein. Die Tempel waren's. Ach, nur 1000 brauche ich. Ach, das geht ja noch. Nur 1000. Verfügbar. Ah, ich habe sogar schon mehr. Okay. 87 Illyrium habe ich. Ich habe 87 Illyrium. Na gut. Dann heißt es jetzt also Illyrium farmen. Werde ich machen. Also, only in Skyforge. Skyforge, where a whole lot of guys try to kill a big snake. Okay. Schön. Hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Ich bin noch ein Tick zu schwach dafür, glaube ich. Obwohl ich mich für gar nicht so schwach halte, aber realistisch betrachtet bin ich wahrscheinlich schwach. Okay. So, komm. Hopp, hopp, hopp. Okay, da wollten wir hin. Das machen wir dann jetzt auch ein bisschen. Beziehungsweise... Ich gucke nämlich gerade auf die Uhrzeit. Wir werden das möglicherweise nicht ganz schaffen. Von daher, was wir lieber machen sollten, ist vielleicht so eine kleine Quest hier. Ja.
Und in der nächsten Folge machen wir dann in der Basis dort Stress. Na? Reparatur abgebrochen, alles kaputt hier. Bergbaustation wird angegriffen. Ja. Illyriumstation. Ich glaube nicht, dass wir da helfen können. Ich habe das mal versucht, aber es sind zu viele Gegner und zu wenig Unterstützung, um hier tatsächlich irgendwas ausrichten zu können. Ich mache mal lieber das, was ich machen kann. So. So, ein Mönch hat mir hier geholfen. Vielen Dank dafür. Mechaniker. So. Seine Mine hat er noch gelegt. Jetzt noch ein Mechaniker. Noch mehr? Wo kommen die denn alle her? So, noch mehr Mechaniker besiegen. Aber nicht mehr hier, ne? Woanders. Hier muss ich Mechaniker. Na gut. Wenn die dort besiegt werden wollen, dann halt dort. Okay. Angekommen. Das ist der letzte Mechaniker, wenn ich richtig gezählt habe. So, schnell mal mitnehmen das Ganze, was hier rumliegt. Wir wollen ja nichts verschwinden. Und dann nix wie weg hier. Nicht, dass die respawnen und ich sie dann alle wieder
kämpfen muss. So, hilf der Legion von Thea 88% mittlerweile und schließe die Quests von der Legion von Thea ab 42%. Okay, was muss ich hier machen? Sammle Elerium-Module. Da habe ich schon 6 von 10. Das dürfte ja dann nicht mehr allzu lange dauern. So, die Elerium-Module sind bei, ja, bei diesen komischen Metallskeletten mit dem Leuchtepopo. Leider habe ich jetzt nicht aufgepasst, denn sind sie einmal tot, lassen sie natürlich diesen Behälter fallen, dieses Elerium-Modul, aber das explodiert innerhalb von Sekunden. Das heißt, man muss sehr schnell reagieren und das sehr schnell aufheben. Dann kann ich ja gleich mal zeigen. So, jetzt liegt das da. Jetzt muss ich aufheben. Sonst ist das nämlich weg. Sonst ist das weg. So, da ist der nächste. Guten Tag, mein Freund. So, aufheben. Okay, noch zwei. Oh! Ja. Dieser Meteoriteneinschlag, der gefällt mir so optisch richtig gut. Natürlich kann es sein, dass einem ein Meteorit auf den Kopf fällt. Das tut dann ein bisschen weh. Ah, ist schon klasse. Klasse. Und hier das Schutzschild. Und auch der wird getroffen, wie ihr seht, ne? Ja. Optisch Zucker. Fehlt noch genau einer. Und hier sehe ich ihn bereits. Und nicht zu weit weg, sonst ist das Ding kaputt. Na, aufheben, aufheben, aufheben. Nicht springen, aufheben. Tada! Au. Du kleine Sau. So. Wieder eine Quest mehr. Fast durch mit der einen. Das ist natürlich sehr gut. Ah, ja. Hier wird diese Basis angegriffen. So sieht das aus. So, Angriff wurde abgewehrt. Aha. Ich habe da nicht viel abgewehrt, aber vielleicht jemand anders, wer weiß. So. Okay. Jetzt müssen wir zu dieser Basis. Das werden wir aber nicht mehr in dieser Folge schaffen. Von daher, vielen Dank fürs Zugucken und... Bis bald!